Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen Watch Dogs 1. Und zwar haben wir das letzte Mal hier die Mission gemacht, die Sneaky-Mission. Und ja, für den, den wir da chauffiert haben, ist es leider dann am Ende nicht so gut ausgegangen. Ja, hier oben ist dann die nächste Mission und hier werden Fixer-Aufträge. Ach ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich habe jetzt den Sinn. Ich fühle es nicht gerade, die Fixer-Aufträge zu machen. Umgang mit Fixer-Fluchtfahrzeugen. Stellen Sie das angeforderte Fahrzeug, hängen Sie die alle Verfolger ab. Ja, das ist hier das gleiche nochmal, oder? Nee. Lieferant. Also es gibt da schon Unterschiede. Liefern Sie die Auswahl von Fahrzeugen mit sauberen Nummernschildern und möglichst wenig Schäden ab. Mhm, interessant. Reichen Sie die Zielperson mit dem Fahrzeug und hacken Sie Ihre Daten. Hatten wir auch schon das mit dem Hacken, ne? Ja, fühle ich gerade nicht so, die Fixer-Aufträge. Das fühle ich schon eher. Einfach, oder? Ach komm, ich will jetzt hier Story. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen in der Geschichte weitergekämpft. Und irgendwie hätte ich jetzt schon gerne gewusst, wie es weitergeht. Wir könnten noch, bevor wir den Auftrag einsteigen, kurz checken, ob wir noch ein paar Skillpunkte vergeben können. Das wäre eigentlich ganz gut. So, wir sind da. So. Gehen wir mal kurz, warte mal, hier, nein, hier. Fortschritt. Ja, hier können wir die Sachen. Ach, hier, genau. Kritischer Fokus. Füllt Ihren Fokus bei kritischer Gesundheit auf. Hm? Ach so, weil wir die Nebenmissionen machen, Verbrecherkonvois, kriegen wir dann diese Skillpunkte. Ah ja, okay, so war das. Das heißt, wir bräuchten dann noch einen Fixer-Auftrag, dann könnten wir das freischalten. Gangverstecke. Von denen haben wir noch gar nicht gesehen. Aber wird wahrscheinlich irgendwelche Gebäude-Spots sein, die wir dann clearen, so außenpostenmäßig. Menschenhandel. Wegwerftelefone finden. Ah, hier haben wir schon was gefunden. Auch ein Telefon schon. QR-Code. Vermisste Personen. Waffenhandel. Aha, das sind die Schmuggeldinger. Da hatten wir, genau, das sind die Schmuggelkisten. Und hier hatten wir die eine Leiche am Leuchtturm gefunden. Song. Privatsphäre-Einbrüche. Haben wir auch schon die Hälfte abgeschlossen. Audiolog 10 haben wir. Für das Sammeln gewährt. Aha, okay. Hier haben wir. Achso. Sammelbares. Hier waren die Sachen. Online. Ja, bei dem Online bin ich mir nicht sicher, weil es sieht so aus, als gäbe es keine Watchdog-Server mehr. Aber gut. Hütchenspiel, eines haben wir gewonnen. Genau. Poker haben wir nicht gewonnen, wir haben ja dann irgendwann aufgehört.
Ja, Schach haben wir schon voll. Was kriegen wir dafür? Dramatische Verlängerung der Fokus-Gesamtdauer. Ah, okay. Den haben wir auch noch gar nicht verwendet. Wir haben auch noch nicht oft gefightet, muss man auch sagen. Hacking, das sind die Minispiele und das ist hier Geschichte, ne? Ach, wir sind erst hier bei 4 von 9. Okay. Fähigkeiten. Können wir irgendwas Neues machen? 10 Punkte haben wir schon. Trans. Ja, von mir aus. Hier haben wir alles. Auch alles. Ja, ich glaube, wir sollten echt ein bisschen Story machen, dass wir hier ein paar Sachen freischalten können. Schauen wir mal, ob wir irgendwas scannen können. Nee. Eine neue Welt. Mhm. Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. So funktioniert DedSec. Jetzt will er mich treffen. Sehr ungewöhnlich. Ich werde ihn mal durchschauen und sehen, was er vorhat. Wir sollen da runter, okay. Treffen Sie Bad Boy 17. Mhm. Bad Boy. Was? Bad Boy 17? Bitte was? Bad Boy 17? Clara. Clara. Du siehst nicht aus wie 17. Sehe ich aus wie ein Boy. Aber wie ein Boy? Ich würde sagen, eher ich mach dir doch keine Angst. Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal. Ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast? Ich weiß, wo man ihn findet. Ja, also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest DedSec System Hacks? Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast es geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden. Okay, interessant. Skillpunkt erhalten. Okay. Ich kann nichts machen. Jetzt. Spreche ich mit Bad Boy oder Clara? Mach's nicht kompliziert. Voila. Wir müssen also deinen Anrufer finden. Aber erst clever. Seine Adresse wurde durch einen CTOS-Büroturm gebounced. Kundenservice, Angestellte, Manager. So Sachen halt. Ein Bürogebäude.
Wir müssen einen Weg ins System finden. Du bringst mich ein? Ich gebe dir seinen Standort. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude. Da, wo sie Lieferungen annehmen. Das ist unterirdisch. In dem Tunnel. Da fange ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern. Lehrbuchmäßig. In meine Distanzzone treten. Anstarren. Physischer Kontakt. Du hast nach Rissen gesucht. Hast du welche gefunden? Wüsstest du wohl gerne. Ein bisschen unpraktisch, den LKW zu lenken. Man sieht gar nichts. Ja, okay, ich steig mal lieber aus. So, hier muss irgendwo der Lieferantending sein. Aber es ist eine Sperrzone, roter Bereich. Wollen wir mal Geld nochmal abheben? Ich glaube, wir haben ein paar Münzen noch zum Abheben. Ja, ein Tausender. Ist okay. Ist ja echt... Ja, okay, ist eine Ladestelle, ne? Es wird Zeit, dass der Vorhang hochgeht. Komme ich hier auch durch die Tür rein? Das würde mich interessieren. Nee. So, wir checken erstmal die Kameras und arbeiten uns hier vor. Ach, ich hab's gesehen. Hier. Hier ist die Kamera. Ich habe die Kamera gesucht. Sprengstoff. Ja, ist die Frage, ob wir wirklich den da hinten auch wegsprengen, so. Warum ist eine Kamera? Hier hinten sind auch noch Leute. Eins, zwei, drei. Vier, fünf Leute auf jeden Fall. Da hinten ist noch einer. Ach, da hinten steht auch noch wer. Oh. Mein Gott, hier sind ja echt viele Leute. Ich weiß nicht, ob Schießen wirklich die geilste Option ist. Was ist, wenn wir hier hinten anfangen, die Leute wegzusprengen? Ablenken. Das sind nur einmalig oder ist das dann... Kann ich den immer wieder ablenken lassen? Hier kann ich auch ablenken. Also er ist abgelenkt, aber halt nur eine gewisse Zeit dann. Mhm.
was soll's. Ist nicht mein Problem. Was mich halt irgendwie verwundert, dass die Schaltkästen dann zugehen. Oder dient das dann nur zum Verstecken? Nur weil die Kästen oben sind, werden die alle nervös. Bin gespannt, ob da irgendwer unten drunter durchläuft. Ich glaube es zwar nicht, aber... Schon faszinierend, was die aufhören, ne? Ah. Bisschen Paranoia schieben lassen. Dachte ich mir, dass es nicht so weit reicht. Ja, so wirklich viele geile Spots waren das jetzt nicht. Ich nehme mal die Knarre mit Charlie. Ah, sieht okay aus. Identifiziere dich. Also die Streuung ist schon krass von der Knarre. Ich glaube, das waren alle, oder? Ja, wir sammeln mal den Loot ein. Sofern es halt hier Loot gibt, na. Das ist voll. Den seine Knarre haben wir.
Der hat Geld verloren. Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Wachen. Ah, diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen habe, sind die perfekte Ablenkung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt. Hack ihre Handys, Earpieces, Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros scannen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Bradley Coughlin. Och, oh nein. Er ist der Chef der Sicherheit. Ja, was auch sonst. Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich. Nicht gut, wo der lang läuft. Sprengmöglichkeit. Ja. Eigentlich müsste ich den dann sprengen, wenn er irgendwo bei einem anderen steht, dass er wenigstens noch einen zweiten mitnimmt. Kann ich den hier auch? Ja, kann ich theoretisch. Aber da kreuzt keinen Weg, ne, von irgendeinem anderen Dude. Am besten, wenn der hier steht und dann sich umdreht und darüber laufen will, dann werden wir ihn mal wegsnacken, versuchen. Quasi, dass der hier hinter der Säule bleibt. Okay, krass. Die Sammeldinger? Nein, muss ich nochmal einsammeln. Hier war noch was. Okay. Jemand kann dich echt nicht leiden.
Er ist tot. Der von da oben. Ja. Ah, oben. Oben ist der Zugang. Verstärkung wurde gerufen, gar nicht gut. Aber es wären weniger. Ich glaube, wir haben alle. Ich weiß jetzt nicht, wo die Verstärkung oder ob die jetzt schon gekommen ist oder ob die erst kommt. Die Waffen haben wir schon, ne? Ja, okay, die Waffen haben wir schon. Warte mal hier. Der noch irgendwas fallen lassen? Nee. Ja, es wird sicher gleich noch so viel Stress geben, wenn wir hier raus wollen wieder. Weil so wirklich sneaky und unauffällig war das jetzt nicht. Okay.
Ach, hat eh schon gepasst. Decken Sie den Laptop. Das ist nicht nur Werbung, das blockiert meine ganze Aussicht. Ein einziges riesiges Auge. Oh Scheiße, jemand hat sich reingehackt. Sperrt sofort das Gebäude ab. Findet ihn. Okay, du bist drin. Findest du den Anrufer? Ich suche gerade. Alice, die Bullen kommen. Die haben Hightech-Scanner, die man nur schwer stürmen kann. Du musst sofort da raus. Ah. Hätte ein bisschen länger in der Deckung bleiben sollen, glaube ich. Findest du den Anrufer? Ich suche gerade. Alice, die Bullen kommen. Die haben Hightech. Okay, ich renne einfach. Man nur schwer stören kann. Du musst sofort da raus. Die Cops suchen nach mir. Komm hier nicht weg. Weiß der Zack, wie man Polizeiscans stört? Doch. Ich glaube schon. Hier ist was. Ich schicke es dir jetzt. Das wird ihre Scans und Kommunikation in dem Gebiet stören. Und auch die Zivilisten. Gemcoms. Mit Gemcoms können Sie die Entdeckung durch CTO-Scans kurzzeitig unterbrechen, Gegner oder Zeugen daran hindern, Verstärkung oder die Polizei zu rufen. Stellen Sie ein Gemcom im Waffenrad her und drücken Sie RB, um ihn einzusetzen. Okay, das heißt, nee, hier, Köder, ich hab ihn schon. Okay, ich habe ihn eingesetzt. Setz den nächsten ein. Einfach um sicher zu gehen. Versuch mal, in den Unterschlupf zu kommen. Hier irgendwo. Oh, Mission beendet. Nice. Ich glaube, wir haben es. 2 oder 3 Gemme habe ich jetzt verbraucht. 3 habe ich verbraucht. Okay. Wie sieht's aus? Hast du den Anrufer? Das Katz- und Maus-Spiel nervt. Ich habe deine Maus. Passt auf den auf. Sein Anruf kam aus einem Apartment im Loop. Endlich. Sei vorsichtig, Aiden. So wie der sein Signal gebounced hat. Ich glaube, er will, dass du ihn findest. Na, dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Ich verstecke mich mal lieber im Hideout. Aber hier waren wir schon. Den Audiolog haben wir schon gesammelt. Ja, Garderobe. Ich weiß nicht, wo ich mich jetzt wirklich umziehen möchte. So, das heißt, wir müssen hier hin. Okay. Gar nicht so weit weg. Geschäft. Handyspiel. Trinkspiel. Hm. Trinkspiel hatten wir noch gar nicht. Ich hoffe, das ist nicht so bescheiden wie in Valhalla. Warum kann ich dich nicht scannen? Verreist oft. Schön. Na, jetzt kann ich sie. Okay, ich konnte sie gerade irgendwie nicht hacken.
Keine Ahnung, warum der blau war für 400 Tacken. Können wir dem auch was spenden? Das wäre ja cool, ne? Zu kalt für den Scheiß, Mann. Nee, da nicht. Sie sehen sehr großzügig aus. Der Herr wird es Ihnen danken, wenn Sie mir helfen. NV, das hatten wir auch noch nicht, ne? Scheint sehr abgedreht zu sein. Wie man spielt. Oh. Kann ich mich da auch dahin bewegen? Ja. Hinter mir? Okay, wollen Sie das Spiel wirklich beenden? Ja, komm. Ja, bestätigen. Okay. Der echten Fiebertraum ein bisschen. Die Sachen. Da drüben, da will ich auf jeden Fall mal hin. Keine Ahnung, ob das gut ist, schlecht ist. Wir werden es rauskriegen. Oh. Trinkspiel. Nee. Ach, hier in dem Ding. Schauen wir mal, was das ist. Trinkspielrunde. Einsatz wählen. Du verschwendest meine Zeit. 100, okay. Okay, ich liebe Herausforderungen. So. Komm schon, trinke aus. Ach, das ist so ein Minispiel. Scheint ja echt komischer Fusel zu sein. Das trinkt sich nicht von allein. Oh, jetzt hat es dich erwischt, hä? Du solltest dein Gesicht sehen. Ja, das ist heimtückisch. Wir haben gutes Tempo drauf. Schmeckt nicht besonders, was? Irgendwas besonders, hast du die Flasche vertauscht? Okay, der ist erledigt. Bleiben wir jetzt betrunken?
einkaufen. Ja, okay. Einkaufen? Flasche Bier? Damit können wir wieder unseren Fokus verlängern. Ja, kaufen wir einfach mal. Hier wollte ich hin, genau. Aber wir sind wenigstens, wenn wir da rauskommen, nicht mehr betrunken. Ach, ich wollte schauen, ob wir Dings irgendwas leveln können. Vielleicht Fähigkeiten bauen. Jo, wir können hacken. Hacken ist mir immer am liebsten irgendwie. Profiloptimierer. Punkte kosten. Markierte Zivilisten, gute Hackfreunden, also Hackbelohnung versprechen wie Systemschlüssel, volle Bankkonten, luxuriöse Fahrzeuge. Ah, okay. Damit können wir unseren Loot quasi erhöhen. Also 4. Ich dachte 12 Punkte kosten. 12 Punkte haben wir. Erhöht nochmals die Geldmenge. Oh. Okay. An Batterien, damit wir einfach schneller und öfters hacken können. Wie viele Punkte haben wir noch? 3. Okay, schauen wir mal, was es noch so gibt. Vorher. Ja, hacken. Hacken Sie Gegner, um sie mit einem Rückkopplung ihres Headsets zu verwirren. Ah, okay. Das heißt, die werden dann quasi kurz abgelenkt. Einen Helikopter für kurze Zeit ausschalten. Das scheint strong zu sein. Nagelsperre. Punkte kosten. Halten, um Nagelsperren zu heben, zu senken. Achso, wenn ich drüber fahre und das dann aktiviere, dann wird das erst aktiviert, oder? Aber so wie das ausschaut, fährt er hier drüber. Und... Aber ich denke, der Helikopter, der klingt strong. So, mehr können wir hier eh nicht machen. Kampf. Ja, wir können sonst... Ah doch, hier hinten könnten wir was leveln. Was könnten wir hier leveln? Blackout. Verdunkeln Sie die Stadt und sorgen Sie für Chaos. Helfen Sie all denjenigen, die jammernden Bürgern Strom zu sparen. Warnung. Kann zu Funkenbildung führen und ziemlich cool sein. Mhm. Nehmen wir einfach mal mit. Also. Aber warum kann ich ihn nicht scannen? Okay. Ach, was ist denn das hier für ein Symbol? Wieder so ein Hütchenspieler. Ja. Warum kann ich den nicht... Hey, ich will ehrlich sein. Ich bin ein Anfänger. Mein Lehrgeld ist dein Gewinn. Das ist die Gegend. Jetzt muss ich nur noch diesen Kerl finden. Fahr einfach. Ich überlege ja über den Weg, den ich nehme auf den Weg, was alles. Hey! Halt dich da raus! Ja, wir versuchen ihn natürlich zu kriegen.
Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Ich habe mich selber in die Luft gesprengt. Shit. Na okay, das war nicht ganz so geil, die Aktion. Wo waren wir denn auf der Map? Hier waren wir, ne? Hier wollten wir auch hin, ja. Okay, das mit dem Ding. Ich wusste nicht, dass der Verstärker rufen kann. Und ja, wir haben ihn zwar bekommen, aber genau dann, wo er seinen Anruf quasi abgesetzt hat. Vielleicht hätten wir den Jammer einsetzen sollen. Oh. Elftausend? 8000? Okay, jetzt kommt ja echt Cash rein. Kann ich das hier? Ja, noch nicht wirklich. Dahin, dahin. Black A, ah, da kann ich quasi den Masken. So, jetzt haben wir das entriegelt. Wäre wahrscheinlich vielleicht auch besser, man macht das mit der Kamera, dann spart man sich das Hinlaufen. Oh, hier ist auch noch was. Ach, der hat das entriegelt und der entriegelt dann das. Okay. Ja, dann dringen wir mal hier ein. Dahin springen und dann fällt der Teddy in die Lava. Nein, ich schub euch beiden in die Lava, wenn ich Herrn Teddy nicht haben darf. Er ist mein Teddy. Mama hat gesagt, ich darf mit ihm spielen. Ah, wenn ihr jetzt nicht ruhig seid, dann flippe ich aus hier. Es reicht. Es reicht mir jetzt. Ich schwöre bei Gott, ich verkaufe euch an eine Familie ganz weit weg. Und dann seht ihr mal, wie gut ihr es hier habt. Ihr geht jetzt beide in eure Zimmer, sofort. Kein Essen, kein Nachtisch, keine Computerspiele. Ich hab's satt mit eurem Mist. Was? Du okay, ja, sehr unangenehm. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Das. Ja. Andererseits ist irgendwie geil, wie sie da so kleine, auch so Alltagsgeschichten verknüpft haben, was man sich auf jeden Fall vorstellen kann. Was auch wirklich so sein kann, ne? Das. Aber trotzdem, irgendwie ist spooky. Bürgermeister Rushmore reicht den Einwohnern Chicagos nach einer hart umkämpften Wahl die Hand. Trotz des Ärgers in einigen Vierteln über seinen Überraschungssieg, beteuert Rushmore, dass das Rathaus wie immer für alle Bürger da sei. Ah, cool. Aber wir müssen, glaube ich, nach oben, oder? Ja. Okay, starten wir mal noch die letzte Mission für heute. Danke für deinen Tipp. Ach ja, wir sind ja jetzt bei dem Hochhaus, ne? Er wusste genau, wie er mich kriegt. Gut, ich schlucke die Mühle. Okay. Ist auf jeden Fall wieder so ein Doppelkasten, oder? Mit. Schauen wir mal.
Jetzt die Frage, wenn der uns eh erwartet, ist es dann klug, da reinzulaufen? Warum sind hier auch so viele Sprengfallen? Das macht mich... Das finde ich nicht so geil. Kamera sprengen. Das muss ich erreichen. Schaltkasten. Warum kann ich hier so viele Sachen machen? Das hier ist doch definitiv ein Hinterhalt, oder? Warte mal. Ich mach mal die Dinger hoch, damit wir ein bisschen Schutz haben. Ich glaube, wenn man da dahinter ist, hat man ein bisschen Schutz. Da ist eine Kamera. Da kann ich was sprengen. Da ist eine Kamera. Da oben ist was. Auf dem Gerüst ist irgendwas. Und das fühlt sich so wie Hinterhalt an. So, warte mal. Ich versuche mal hier auf das Gerüst drauf zu kommen. Da oben war irgendwas auf jeden Fall. Elektronische Teile, gut. Brauchen wir zum Craften. Sprengen. Jetzt ist ich dahin. Hier kann ich auch rein. Die Frage, geht's hoch oder runter? Hier geht's wieder runter in die Garage, ne? Ja. Oh mein Gott, das fühlt sich so falsch an, jetzt hier lang zu laufen. Schaltkasten. Das kann ich sprengen. Sprengen. Ja, wir müssen uns sowas von dann den Weg durchsprengen. Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CTOS-Kästen. Okay, ja, das dachte ich mir schon. Einer ist da hinten. Wo waren die Kamera? Versteck mich mal hier hinter, so. Ja, ich versuche dem Ding zu folgen, dem hier. Nein, nicht sprengen. Hier ist der erste Entriegler. Okay, das heißt, den haben wir. Da hinten ist auf jeden Fall noch einer. Aber ich habe keine Kamera gesehen da hinten irgendwie, ne? Ach, hier ist ein Lift. Schauen wir mal durch die Kamera. Blackout. Entriegeln. Okay, wir haben beide. Jetzt werden wir sicher gleich in Hinterhalt geraten, oder? Wenn wir die Nachricht abgehört haben. Okay, hacken. Den erstmal durchschalten. Okay, und dann so.
Geht weiter, es geht weiter. Was zur Hölle ist das? Bellwether. Bellwether. Irgendwelche mathematischen Formeln? Kamera. Jetzt haben wir das Telefon gehackt. Geheimnisse zogen dich immer an. Wie geht's dir, Aiden? Damien Brinks. Was zum Teufel hat er vor? Ich hoffe, du magst die Spielchen. Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Das ist nicht, was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester? Wir hatten keinen Kontakt seit dem Merlo. Okay. Schätze, wir haben ein neues Ziel für alle Hitter da draußen. Lasst alles stehen und liegen und erledigt das. Okay, Sniper. Nachladen. Waren das alle? Nee, da hinten ist noch wer. Ach, das ist der Scharfschütze da oben, oder? Ich werde aber hier in die Garage abhauen, ha? So, Waffe weg. Ach so, wir müssen alle töten. Muss ich den echt da oben jetzt hunten? Anruf zurückverfolgt. Irgendwo Hafen? Nee, ist nicht der Hafen.
die kommen. Irgendwer kommt. Mach mal das Tor zu. Oder wir fahren auf der anderen Seite raus. Das kann natürlich... Ja, ich glaube, wir fahren auf der anderen Seite raus. Haben wir die KI ausgetrickst, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht. Ja, doch. Okay, ist ein großer Park, so wie es ausschaut. Hier war ich schon mal. War nicht in der Story, aber wir haben hier die Dings angeklickt, die das Sehenswürdigkeit. Meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Dame? Bist du immer so ernst, Aiden? Mein Gott, wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So, ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot. Mhm. Die Merlot-Sache hast du versaut. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen, er hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Hau jetzt nicht ab. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Ja, das hört sich bei ihm eher so an wie posttraumatisches Belastungssystem. Keine Ahnung, was die da alle schon gemacht haben. Okay. Ich habe zu Damien aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun.
Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Merlot passiert ist. Okay, danke für den Tipp. Wo ist das denn auf der Karte? Melo da hinten. Okay, krass. Ist ja echt weit weg. Na gut. Ja genau, den Sehenswürdigkeits-Checkpunkt haben wir schon angeschlossen. Gut, dann würde ich sagen, da ich hier gerade sehe, wir sind echt wieder sehr weit fortgeschritten in der Folge, würde ich mich bedanken fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, Servus.